Heute hilft mir Tim mit dem Text. Hallo Tim. Hallo Tandra. Hier ist es immer noch sehr winterlich. Aber der Frühling kommt bestimmt bald. Mein Hochbeet war nicht ganz erfolgreich. Als ich die Erdtemperatur schließlich mal gemessen habe, musste ich feststellen, dass die Temperatur im Boden um das Hochbeet höher war als im Hochbeet selbst. Ich glaube, das liegt daran, dass es keine durchgehenden Wände hat und dadurch entweicht wohl zu viel Wärme. Aber da ich das Beet schon mal so schön zubereitet hatte, habe ich einfach Frühkartoffeln gepflanzt. Und die Kartoffelpflanzen gedeihen dann auch ganz prächtig. Wenn das so gut weitergeht, haben wir im Mai vielleicht schon frische Kartoffeln. Währenddessen hat Tim sich im Hochbeetbau versucht. Ich habe davor alte Bienendocke verwendet. Ich habe davor alte Bienendocke verwendet. Tim arbeitet inzwischen mit einem anderen Format und diese Bienenstöcke standen schon ewig herum und haben auf eine andere Aufgabe gewartet. Als erstes kommen Stroh und Holzspäne rein. Dann eine große Ladung Pferdemist. Diese Methode wäre auch geeignet, um Kartoffeln zu pflanzen, da sich die Kisten einfach stapeln lassen. Ich versuche es mit Tomaten und Paprika. Der Mist erhitzt sich beim Kompostieren und diese zusätzliche Wärme hilft den Samen beim Keimen und Wachsen. So die Theorie. Erfolg! Der Temperaturunterschied zu einer normalen Pflanzkiste beträgt nur 2 Grad, aber wohl genug, um einen Frostschaden zu vermeiden. Anfang März und wir haben schon ein paar Tomatenpflänzchen am Gedeihen, ganz ohne Heizkabel und anderen Firlefanz. Der Sommer kann kommen.